Simplicissimus hat wieder einen neuen Banger rausgehauen, die tragische Geschichte des Aquadoms. Also falls ihr das nicht mitbekommen habt, lebt ihr wahrscheinlich hinterm Mond. So, ansonsten kriegt ihr jetzt eine Zusammenfassung. Abfahrt. 15. Dezember 2022, 16 Uhr. Ein grauer, nasskalter Nachmittag im winterlichen Berlin. Aber hier, in der Lobby des Radisson Collection Hotels im Herzen der Hauptstadt, ist davon nichts zu spüren. Die Gäste des Fünf-Sterne-Hotels entspannen auf gemütlichen Sesseln und Sofas, während die Bar... Spinnig oder ist das sogar original die Inneneinrichtung nachgebaut? Das wäre so krass, Alter. ...im Atrium Drinks serviert. Ihre Blicke wandern immer wieder zum Herzstück der Lobby. Direkt über der Bar thront das größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt. Der Aquadom. Das ist richtig krass. Also wer als Tourist schon mal in Berlin war, der hat das safe auch schon gesehen, oder? Ich glaube animiert. Ja, ist klar. Fabi. Mir ist schon klar, dass dieser Shot hier, dass der animiert ist. Also mir ist schon klar, dass das kein echter Mensch ist, dem die so einen Gummianzug angezogen haben, der so aussieht, als wäre er ein animierter 3D-Charakter. Das ist schon klar. Ich meinte, dass die es in der 3D-Animation original nachgebaut haben. So meinte ich das. Aber ja, die allermeisten sind da bestimmt schon mal drin gewesen im Radisson Hotel und haben sich das bestimmt mal angesehen. Das sieht wirklich beeindruckend aus, wenn man da live vorsteht. Das ist sehr imposant. Direkt über der Bar thront das größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt. Der Aquadom. Das Becken ist in jeder Hinsicht imposant. Es ist 16,5 Meter hoch und fast 1 Million Liter Salzwasser. Nee, den spare ich mir. Denkt ihn euch dazu. Ihr stellt euch jetzt alle vor, hahaha, XD, XD, XD. Seit der Eröffnung 2003 beherbergt das Aquarium über 1500 tropische Fische. Es hat sich zu einer beliebten Attraktion entwickelt. Die Aufzugfahrt im Inneren des Beckens ist für viele Hotelgäste ein Highlight ihres Besuchs. Viele fragen gezielt nach einem Zimmer mit Blick auf den Aquadom. So können sie die Unterwasserwelt am Abend direkt von ihrem Bett aus bestaunen. Schon eine krasse Idee. Klar, man kann jetzt wieder die Diskussionen entfachen über Tierwohl und Tiere halten in einem Aquarium und so weiter und so weiter. Klar, gleiches Prozedere wie auch bei Zoos, Zirkus und was weiß ich. Völlig logisch. Aber würde man jetzt mal die Ethik und Moral außen vor lassen, ist es schon eine sehr coole Idee. Eine sehr ästhetische. Sagen wir, es ist schon sehr ästhetisch. Würde man jetzt die Moral sich einfach wegdenken an der Stelle. So, weiter. Aber in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages nimmt die friedliche Ruhe ein dramatisches Ende. Neoxyl schreibt, etwas lauter vielleicht? Simplicissimus so, Tobi, kannst du das hier so ein bisschen übersteuern im Schnitt nachher? Bruder. Neoxyl, du schuldest mir eine Entschuldigung. Beziehungsweise eine Dankesrede dafür, dass ich nicht lauter gemacht habe. 1 Million Liter Salzwasser wälzen sich wie ein Tsunami durch die Lobby. Die Wassermassen überrollen alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Ein Hotelangestellter wird durch eine Wand im Erdgeschoss katapultiert. Das Wasser sprengt die Glasfront des Gebäudes und strömt auf die Straße. Das ist so krank, Alter. Überleg mal, das ist einfach mitten in Berlin. Mittendrin. Stellt euch vor, ihr macht so einen Touri-Ausflug. Oh, Selfie mit dem Brandenburger Tor. Oh, guck mal, da ist Checkpoint Charlie. Oh, guck mal, die Siegessäule. Warte, klettern wir mal hoch und versuchen, die Goldelse zu berühren. Was ist denn das da vorne? Hä? Hab ich da nicht gerade einen Krach gehört? Und einfach ein Tsunami haut dich um. Einfach mitten in Berlin, Digga. Es grenzt an ein Wunder, dass bei dem Vorfall keine Menschen ums Leben kommen. Wäre das Aquarium nur ein paar Stunden früher geplatzt? Wie konnte das alles passieren? So, Sponsor des heutigen Videos. Uns allen passieren manchmal Unfälle am Arbeitsplatz. Und um dagegen bestmöglich versichert zu sein, empfehlen wir Clark. Das ist meine Prediction. Ah, okay, Placement gibt's diesmal später. Na gut. Rhino Shield. Du hast auch Bock auf ein 1 Million Liter Aquarium in deinem Wohnzimmer? Rhino Shield macht's möglich. Das Glas wäre nämlich nicht zerbrochen. Flextape. Oh, Flextape wäre sehr lustig. I saw
sawn this boat in half and repaired it with only flex tape. Bereits wenige Minuten nach dem Platzen des Beckens ist die Feuerwehr vor Ort. Wie durch ein Wunder ist niemand getötet worden. Lediglich zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey sagt später in einem Statement: Wenn das Ganze nicht um 5.45 Uhr passiert wäre, sondern auch nur eine Stunde später, dann müssten wir jetzt wahrscheinlich furchtbare, auch menschliche Schäden hier berichten. Das Ausmaß der Zerstörung ist dennoch erschütternd. Das Wasser hat mindestens 6 angrenzende Geschäfte demoliert und Schutt und Einrichtungen auf die Straße geschwemmt. Von der gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre im Hotel ist nichts übrig. Stattdessen sieht man hier jetzt Chaos, Zerstörung und unzählige tote Fische. Boah. Nur eine Handvoll haben die Explosion des Aquariums überlebt und konnten gerettet werden. Boah. Den Anblick so live zu sehen, boah, das stelle ich mir aber ganz mies vor. Überall tote Fische um dich rum, die zucken da so. Überall dieses Salzwasser und es riecht ja auch danach, ne? Und es riecht ja auch nach den toten Fischen irgendwann. Oh, Bruder. Die Ermittlungen beginnen noch an Ort und Stelle. Warum ist der Aquadom geplatzt? Leider war keine der Überwachungskameras im Hotel direkt auf das Aquarium gerichtet. Also befragen die Einsatzkräfte Personen, die sich an jenem Morgen im Hotel aufhielten. Vielleicht hat irgendjemand etwas gesehen. Einer von ihnen ist ein 42-jähriger Hotelangestellter. Ach, ich hab kurz Martin gelesen, ne? Ich wollte gerade wieder den Spruch bringen und wieder ist der Martin dabei, aber ohne Tee. Jorge, drei. Drei. Martin ohne Tee. Älter namens... Der heißt Jorge Martin. Jorge Marin. Nein, 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 Jorge Martin. Marin... Das ist ein Schreibfehler. Hat zum... Martin hat zum... Zeitpunkt des Unglücks Nachtschicht. Er wäre heute eigentlich gar nicht dran, ist aber spontan für einen Kollegen eingesprungen. Alles an diesem... Plot-Twist, der Kollege heißt Martin. Frühen Freitagmorgen scheint wie immer. Marin sitzt am Computer in einem Büro im Erdgeschoss, etwa 20 Meter vom Aquarium entfernt. Und dann ist es plötzlich keine normale Nachtschicht mehr. Marin hört einen lauten Knall. Er steht auf und geht in Richtung Lobby, um nachzusehen. Nur eine Sekunde später befindet er sich komplett unter Wasser. Die Flutwelle bricht durch eine nicht tragende Wand und reißt ihn mit sich. Marin wird in die angrenzende Lin-Filiale geschleudert. Er wird unter Bergen von Schutt und Schokolade begraben und bleibt regungslos liegen. Junge, einfach an deinem Arbeitsplatz random Gefahr zu laufen, zu ertrinken, ist ja mal so realitätsfern. Ich sitze jetzt hier gerade an meinem Rechner, bei mir zu Hause, in meinem Studioraum. Wie unwahrscheinlich ist es, dass ich hier jetzt ertrinke? Gut, dazu muss ich sagen, ich habe nicht 1 Million Liter Salzwasser über mir hängen, 16 Meter hoch in so einem Aquarium. Aber ist trotzdem schon weird, an seinem PC zu sitzen und eine Sekunde später unter Wasser, Schokolade und Regalen von einer Lind-Filiale begraben zu sein, ist schon skurril. Aber er ist bei Bewusstsein. Er kann atmen und nach Hilfe rufen. Alle 30 Sekunden... Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr! Bitte helfen Sie mir! ...versucht er, auf sich aufmerksam zu machen. Als die Feuerwehrleute eintreffen, hören sie seine Hilferufe. Sie entfernen vorsichtig die Trümmer und befreien ihn. Ehren-Martin. Während der Fahrt im Krankenwagen begreift Marin erst, welches unfassbare Glück er hatte. Er hat die Explosion des größten freistehenden Aquariums der Welt überlebt. Auf dem Weg raus aus dem zertrümmerten Schokoladengeschäft hat er sich sogar ein paar Süßigkeiten geschnappt. Das muss auch noch erwähnt werden, das darf nicht unerwähnt bleiben, dass er dabei auch noch ein bisschen Schoki geklaut hat. Aber auch er konnte nicht sehen, was genau den Aquadom zum Platzen brachte. Es gibt also weder Überwachungsaufnahmen noch Augenzeugen. Und so beginnen die Spekulationen. Egal, ob es um den Bau oder die Schadensbegutachtung... Ah, jetzt kommt das Placement. So, hatte ich recht. ...Gutachtung eines Aquariums geht. Du kannst dir das Ausmaß an Papierkram vorstellen, der da anfällt. Und nee, das ist nicht Clark. Da wir hier von Deutschland reden, lief der Großteil davon sicher oldschool ab. Ausgedruckt und postalisch, langsam und chaotisch, Drucker und Briefmarken. Okay, dann ist es ein Service, den ich noch nicht kenne. Irgendein Service, der dir Papierkram spart und das dann online für dich macht. Dabei geht Schriftverkehr natürlich längst papierlos. Siehe PDFs. Wow! Eine aktuelle Statista-Studie zeigt, dass 89% der deutschen Unternehmen ein papierloses Büro anstreben. Das ist schneller, effizienter
weiter und schlicht umweltfreundlicher. Für uns persönlich ist es unvorstellbar, unsere Dokumente nicht digital und von überall aus abrufbar zu haben. Egal ob Formulare oder Verträge. Wir ja, wie lange ist denn jetzt diese Einleitung? Erstellen und bearbeiten am Bildschirm. Und das geht am besten mit Adobe Acrobat. Junge, also ich hätte ja jetzt alles erwartet, als sie von der PDF-Datei angefangen haben zu berichten. Und dann habt ihr in den Chat geschrieben, haha, wie wär's mit Adobe Acrobat Reader? Und ich dachte so, ja, wahrscheinlich. Adobe macht Placements und erklärt, ey, benutzt doch mal den Acrobat Reader. Hat den nicht sowieso gefühlt jeder? Adobe hat das PDF literally erfunden. Acrobat ist einfach zu bedienen und hat zahllose sehr nice Features. Zum Beispiel kann man PDFs mit Passwörtern schützen. Aber wohl das Praktischste ist, dass man direkt in der Software Unterschriften setzen kann. Nie wieder ausdrucken, unterschreiben, einscannen. Macht euren ganz persönlichen... Aber das geht ja nur, wenn man bezahlt, ne? In der Standard kostenlosen, ohne Account laufenden Version kannst du PDFs nur öffnen, lesen, Ende. Bearbeiten kannst du die, glaube ich, nicht. Und weil mich das genervt hat... Nee, das geht auch ohne Bezahlung. Echt? Lass mich das probieren. Ich öffne eine PDF-Datei. Komm, wir legen jetzt extra eine an. Hier unterschreiben, du Fettsack. Die möchte ich jetzt unterschreiben. Jetzt klicke ich auf Ausfüllen und Signieren. Signatur hinzufügen. Öffnet der dann irgendwas, was ich nicht will, dass er es öffnet? Geht das jetzt doch? Zeichnen. Matthias. Anwenden. Hä? Das ist aber neu, oder? Hä? Jedes Mal, wenn ich das machen wollte, kam dann dieses, erstelle hier deinen Adobe-Account und kauf hier Ding-Gedöns. Hä? Es steht kostenlos testen. Ach so, echt? Wo steht das? Nee, das ist Dokumente und Formulare senden, um sie schnell online e-signieren zu lassen. Kann ich das jetzt so exportieren? Tatsache. Der hat's wirklich gemacht. Okay, ich bin fooled. Vergesst, was ich gesagt habe. Ist ein gutes Placement. Ich habe mir extra so eine kostenlose Software geholt. PDF24 heißt die. Da kannst du halt alles machen. Du kannst PDF zusammenfügen, splitten, hin und her konvertieren, Passwort schützen, unterschreiben, pipapo. Du kannst halt alles mit PDFs machen. Deswegen habe ich mir PDF24 damals geholt. Und vor allem kannst du es kostenlos alles machen. Weil ich genervt davon war, dass du bei Adobe Acrobat nicht alles machen konntest. Anscheinend kannst du es doch. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Ein Workflow jetzt komplett papierlos mit Adobe. Okay, okay, okay. Dann ist Acrobat richtig OP. Adobe, Kuss geht raus. Danke fürs Supporten von Simply Video. Der Aquadome ist ein Zylinder aus Acrylglas. Das ist trotz des Namens kein Glas im herkömmlichen Sinne. Es ist eine spezielle Form von Kunststoff. Das Material wird vor allem für seine Bruchfestigkeit geschätzt. Es gilt als besonders langlebiger und widerstandsfähiger Baustoff. Trotzdem gehen die Ermittler und die Öffentlichkeit zuerst von Materialermüdung aus. Die Katastrophe sei durch Abnutzung ausgelöst worden. Oder war es vielleicht doch Sabotage? Hat jemand mit einer Feuerwaffe auf den Aquadome geschossen? Haben Erderschütterungen oder eine Schieflage des Fundaments zu der Havarie geführt? Die Theorien reichen von Temperaturschwankungen und Konstruktionsfehlern bis zur Verwendung des falschen Putzmittels. Die Eigentümerin des Hotels, die Fondsgesellschaft. Es muss so schwierig sein, bei all diesen Optionen das herauszufinden. Was ist es denn jetzt? Ja, woran hat's hier gelegen? Das muss so schwierig sein. Überleg mal alleine, wie viele Möglichkeiten die jetzt gerade schon genannt haben. Und da kommen ja noch 100.000 dazu, boah, Bruder. Gesellschaft Union Investment will die genaue Ursache ermitteln. Darum heuert sie den Acrylglas-Experten Christian Bunten und den Materialgutachter Robert Kirchner an. Völlig unüberflüssig. Chat hat recht, die hätten einfach Uri Geller holen können. Der hätte das Glas berührt, es hätte sich verbogen. Dann hätte er gesagt, woran es gelegen hat und hätte dann gesagt, aber woran liegt das, Uri Geller? Woher weißt du das? This is not a controlled condition. This is not a controlled condition. Was bedeutet das? Well, this is not a controlled condition. Well, this is not a controlled condition. Und das wäre dann das ganze Gespräch gewesen, dann wäre er in Rauch verschwunden. Um Ordnung ins Chaos zu bringen. Jeder einzelne Splitter des geplatzten Aquariums wird eingesammelt, von der Lobby bis zur Straße. Bunten und Kirchner machen sich daran, die Bruchstücke zu untersuchen. Die Scherben werden fotografiert, nummeriert und nach Größe sortiert. Der Aquadome wird aber nicht wieder zusammengesetzt, sondern als Mantelfläche abgewickelt und auf dem Boden eines Lagerhauses im brandenburgischen Bad Belzig ausgelegt. Die Gutachter rekonstruieren, wo sich jede einzelne Scherbe im Aquadome befand. Mit Hilfe dieser... Was zur Hölle? Was ein Pain. Woher willst du das denn wissen? Wie? Hä? Wie willst du denn ein Puzzle aus Glasscherben? Sagen sie gleich. Okay, da hatte ich mein Maul. Nochmal. Jede einzelne Scherbe im Aquadome befand. Mit Hilfe dieser Technik wollen sie herausfinden, wo der Riss seinen Ursprung hatte. So entsteht ein gigantisches Puzzle mit 700 Teilen. Boah, aber da darf dann ja auch nicht ein kleiner Millimeter fehlen, ne? Da darf ja nicht ein Krümel Acrylglas fehlen, weil dann geht's ja schon nicht auf. Es erstreckt sich über eine Fläche von 578 Quadratmetern und wiegt 90 Tonnen.
Jeder Puzzle-Profi weiß, dass man am besten an den Rändern anfängt. Auch die Gutachter folgen diesem Prinzip. Dabei achten sie vor allem auf die Dicke der Scherben. Die Zylinderwand ist am Boden stärker als am oberen Rand. So finden die Experten langsam heraus, wo jedes einzelne Bruchstück gesessen hat. Oh Junge, das muss doch Monate gedauert haben gefühlt. Die Fertigstellung des Puzzles dauert Monate. Und genau dafür guckt man Reactions, Freunde. Genau dafür. Ich habe gerade mit diesem Satz das Originalvideo um ein klitzekleines Müh unterhaltsamer gemacht und bereichert. Wo jedes einzelne Bruchstück gesessen hat. Die Fertigstellung des Puzzles dauert Monate. Einige Splitter werden näher untersucht und einer chemischen Analyse am Mikroskop unterzogen. Dann, im Oktober 2023, präsentiert Boonton die Ergebnisse der Untersuchung. Die Gutachter haben 3 mögliche Hypothesen für den Bruch. Okay, aber das auf 3 runterzubrechen, ist schon krass. Der Aquadom wurde 2002 errichtet. Das Baumaterial wurde aber nicht in einem Stück geliefert. Die Acrylglasplatten wurden von dem US-Unternehmen Reynolds Polymer Technology hergestellt. Nobody in Germany has the technology. Die insgesamt 15 Platten wurden in Colorado angefertigt und nach Deutschland gebracht. Das gesamte Bauprojekt war unglaublich komplex. Pull it, Willem! Swing right a little bit. Yeah, we swing right now. Okay, now. Down, 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 stop! Nach dem Transport wurden die Einzelteile in der zukünftigen Lobby des Hotels zusammengefügt und verklebt. Wie genau die Acrylplatten ohne sichtbare Nähte verbunden sind, bleibt ein Geschäftsgeheimnis. Anschließend wurde das Acrylglas wochenlang in penibler Feinarbeit poliert. Das Ergebnis war eine absolut glasklare Sicht auf die Fische. Nach krass. Da können halt so viele Fehler passieren, ne? Alles verkleben miteinander, dann polierst du die ganze Kacke. Vorhin ja auch die Theorie mit dem falschen Putzmittel und Co. Mann, da kann so viel schief gehen. Ich glaube nicht, dass man das komplett rekonstruieren kann, oder? Das ist doch ein unlösbares Rätsel. Es sind so viele Faktoren. Chaos-Theorie, Digga. Monatelanger Arbeit war der Aufbau endlich abgeschlossen. 1 Million Liter Salzwasser wurden in das Aquarium gelassen. Kurz darauf konnten die ersten Bewohner einziehen. Der Aquadom war fertig. Er entwickelte sich schnell zur beliebten Sehenswürdigkeit. Es gab sogar geführte Touren. We are now standing in the world's greatest freestanding tank and the only one with an elevator. The most famous fish in this tank is the small blue fish with a yellow tail fin. This fish is known by almost every child in the world of story from the movie Finding Nemo. It's the petted surgeon fish. Aber keine 20 Jahre später ist der Aquadom komplett zerstört. Kann es sein, dass sich im Dezember 2022 eine der Klebenähte im Acrylglas gelöst hat? Könnte. Austrocknung. Ein so großes Aquarium mit einem kompletten Unterwasserbiotop muss sorgfältig gepflegt werden. Das Wasser muss immer die exakt richtige Temperatur haben, damit die tropischen Fische überleben können. Außerdem müssen die Tiere gefüttert werden. Jeden Tag steigen Taucher in den Aquadom und reinigen das Becken. Der Blick auf die Fische soll so frei und klar sein wie die Sicht aus deinem Bürofenster. Aber hin und wieder muss das Aquarium aufwendiger gewartet werden. 2019 wurden am Boden des Beckens Lecks bemerkt. Wasser. Die haben 2019 Lecks bemerkt. 3 Jahre später ist das Ding geplatzt. Die haben es 3 Jahre vorher schon bemerkt, dass da was nicht stimmt. Und das Ding ist trotzdem geplatzt am Ende? Wasser tropfte in die Lobby. Das hatte zwar keinen Einfluss auf die Stabilität des Aquadoms, aber ein Aquarium sollte natürlich trotzdem vollkommen dicht sein. Ja, das ist schon Gigasass. An der Stelle kann's ja kabuff. Also wurde der Aquadom zwischen 2019 und 2020 umständlich saniert. Alle 1500 Fische wurden vorübergehend umgesiedelt und das gesamte Wasser abgelassen. Boah, was? Die Sache ist nur, wenn Acrylglas Feuchtigkeit absorbiert, dehnt es sich aus. Wenn es trocknet, zieht sich das Material zusammen. Okay, makes sense. Das ergibt Sinn. Dabei können sich kleine Risse an der Oberfläche bilden. Es ist also möglich, dass das Aquarium nicht schnell genug wieder mit Wasser befüllt wurde. Dadurch könnte die Innenwand zu trocken geworden sein, was wiederum zu Spannungen und feiner Rissbildung im Acrylglas geführt haben könnte. Boah, krass. Aber wie, du kommst doch nicht auf die finale Lösung am Ende. Das ist doch gerade wie so ein True-Crime-Ding. Wir gucken das hier und es endet offen. Ich hasse es, wenn es offen endet.
Die Experten nehmen auch Fotos der Sanierungsarbeiten unter die Lupe. Darauf sehen sie, dass die Handwerker Hammer und Meißel verwendet haben. Ich dachte, das ist metaphorisch gemeint im Sinne von Hammer- und Meißel-Methode. Aber die haben wirklich Hammer und Meißel benutzt. Möglicherweise haben sie mit dem scharfen Werkzeug unabsichtlich das Acrylglas beschädigt. So könnte sich im Laufe der Zeit aus einer winzigen Kerbe ein Riss gebildet haben. Die Experten arbeiten monatelang unermüdlich an diesem gigantischen Puzzle. Boah, Digga, also ganz kurz, überlegt mal, so ein teures Bauprojekt, Einzelteile in Colorado hergestellt, rübergeschifft nach Deutschland, total kompliziert zusammengebaut, gewartet, jeden Tag irgendwelche Taucher, ab und zu Kernsanierung, komplett von null auf, Fische hin und her siedeln, 1 Million Liter Salzwasser, dann platzt das Ding, Schaden am Hotel, komplett mit allem drum und dran, Schaden an den ganzen Gebäuden, an den anderen Läden, drumrum, Lind und Co. an der Straße, einzelne Leute, Schäden dadurch, dass das Hotel jetzt natürlich einige Zeit nicht benutzt werden konnte und so weiter. Und dann diese ganzen Experten, die Monate hier Detektiv Conan spielen. Bruder, da müssen doch aber Millionen geflossen sein. Und ich habe vergessen, worauf ich damit hinaus wollte. Was wollte ich denn sagen? Oh mein Gott, was war gerade der Punkt? Das darf nicht wahr sein. Ich habe jetzt so lang und breit diesen Satz eingeleitet. Ich habe vergessen, wohin ich wollte. Oh ja, ihr kriegt jetzt ein offenes Ende. Ja, ich bin jetzt 30. Alzheimer kickt, Freunde. Ich glaube, ich wollte irgendwas sagen in Richtung von da fließen Millionen und Abermillionen. Und am Ende zerplatzt das ganze Ding und diese Millionen an Kosten entstehen dadurch, dass irgendwer mit Hammer und Meißel eine kleine Kerbe reingemacht hat. Ich glaube, so ungefähr das wollte ich sagen. Fühlt sich richtig an. Ist das nicht ein krasser Gedanke? Und doch bleibt es letztlich unvollständig. Am Ende finden die Gutachter nie den genauen Ursprung des Schadens. Alle drei Hypothesen sind plausibel. Vielleicht war es auch eine Kombination dieser drei Faktoren. Es gibt bis heute keine definitive Antwort. Boah, ist das frustrierend, Bruder. Stattdessen sorgt der Aquadom für neue Diskussionen. Unzählige tote Tropenfische, 2 verletzte und traumatisierte Überlebende, Dutzende Millionen Euro Sachschaden. Nach der Katastrophe protestieren Tierschutzorganisationen gegen einen möglichen Neuaufbau des Aquadoms. Tropische Fische sollten nicht in riesigen Aquarien gehalten werden. NABU Berlin schreibt zum Beispiel, Fische seien empfindungsfähige und durchaus hochentwickelte Wirbeltiere. Es sollte nicht erlaubt sein, sie als schwimmende Deko zu missbrauchen. Es müsse verboten sein, sie zu unserer bloßen Unterhaltung ihrem natürlichen Lebensraum zu entreißen und in enge Glastanks zu sperren. Peter erstattet sogar Anzeige wegen strafbarer Tiertötung bei der Staatsanwaltschaft Berlin. Der Aquadom ist nicht das erste zerplatzte Riesenaquarium. Ja, ich wollte gerade sagen, makes sense, ne? Wenn du so ein Aquarium betreibst und es kaputt geht und du damit 1000 Fische auf einmal getötet hast, dann ist das doch definitiv auch schon strafbar, oder? Ich kann ja jetzt auch nicht einfach losgehen und random, nicht irgendwie als Jäger oder so, sondern einfach random, keine Ahnung, 1000 Schweine töten, oder? Ich glaube auch, das wäre strafbar, oder nicht? Kann ich juristisch gesehen einfach random losgehen und tausende von Tieren einfach so aus Spaß töten? Ich meine, das passiert tagtäglich in Schlachthöfen und Co., das ist klar. Das wäre Wilderei, dazu brauchst du einen Jagdschein. Okay. Das tritt in meinem Kopf gerade eine spannende Diskussion los. Nein, kann man nicht, dafür braucht man einen Jagdschein bzw. eine andere Berechtigung. Okay. Die Fische, die dabei gestorben sind, waren 5%, beim Transport sterben etwa 95. Salzwasserfische können quasi nicht gezüchtet werden, werden fast alle aus der freien Wildbahn entrissen. Stimmt, genau die Aussage hatte ich gehört von Robert Mark Lehmann zu Montes Aquarien, glaube ich. Da hatte ich das, glaube ich, zum ersten Mal gehört. 2012 zerbrach das Glas eines Freiluftaquariums voller Haie in einer Shopping Mall in Shanghai. Boah, Bruder, stell dir vor, du chillst einfach in einer Shopping Mall. Du willst einfach nur kurz ein neues T-Shirt kaufen. Du gehst da rein, wo ist der T-Shirt-Laden? Da. Willst gerade hingehen und bam, dich erschlägt einfach ein weißer Hai, Bruder. Wie unwahrscheinlich ist das? Von einem Hai angegriffen zu werden, ist sowieso schon so unwahrscheinlich. Es sterben so wenige Menschen im Jahr durch Haiangriffe und das ist am offenen Meer. Und jetzt stell dir vor, du stirbst durch einen Hai in einer Mall, Bruder. Die Ursache war vermutlich eine Kombination aus Minusgraden, Warmwasser und Materialschwäche. 16 Menschen wurden verletzt. Solche Tragödien werfen die Frage auf, wie sicher solche gigantischen Aquarien sind. Ganz zu schweigen von der grundlegenden Debatte über die Haltung von Meerestieren. Haben wir das Recht, solche Tiere einzusperren? Vielleicht ist das Aquadom-Desaster auch eine Chance, respektvoller mit Meereslebewesen umzugehen. Anfang 2023 fiel dann die Entscheidung. Der Aquadom wird nicht wieder aufgebaut.
Cheers. Boah, krasses Video. Also auch das, jetzt schon wieder so viele mentale Debatten alleine in meinem Kopf, die das hier entfacht. Ist cool, das mal aufgearbeitet bekommen zu haben. Also das war jetzt hier nicht so ein krasses Expose-Blockbuster-Kinofilm-Video wie die letzten 5, 6, 7 Simplicissimus-Streifen. Aber zur Abwechslung fand ich auch das mal ganz spannend. Auch einfach mal solche Fälle, die wir eigentlich so ziemlich alle mitbekommen haben, einfach nochmal aufgearbeitet zu bekommen. Das fand ich zum Beispiel auch so genial, die letzte Folge vom ZDF-Magazin Royal. Ich hatte, glaube ich, jetzt 2 oder 3 Mal in meinen letzten Reactions in den letzten paar Wochen kam immer wieder zur Sprache, wie empört ich darüber bin, dass ein Mensch wie Olaf Scholz unser Bundeskanzler sein darf. Und ich habe ganz viel Verwirrung im Chat gelesen. Hä, wieso? Was war da denn genau? Was war da denn genau? Einfach als hätte das Timo und Böhmermann unsere Streams geguckt und war so, die wissen das gar nicht? Ja, auch da einfach einmal cool aufgearbeitet. Übrigens, das ist die Leiche in Olaf Scholzes Keller. Ganz, ganz cool. Das finde ich schön. So Sachen, wo viel berichtet wird und dadurch gibt es viel Chaos. Wenn das dann einmal kurz und knackig zusammengefasst wird, sodass man einen guten Überblick bekommt. Was war denn da? Ja, guck doch, Stop! Die haben einen riesigen Sachverhalt in 20 Minuten zusammengefasst und ich soll dir das jetzt in 10 Sekunden machen, oder was? So viel dazu. Simplicissimus, Props gehen raus und natürlich Daumen nach oben da lassen bei denen, als auch bei mir. Und Tobi sagt jetzt irgendein cooles Outro, wo es dann zum letzten Video geht. Los, Tobi, mach! Ja, ist ja gut. Hier geht's zum letzten Video von Simplicissimus. Da wurde nämlich verklagt von Healy, einer Esoterik-Firma. Ja, und warum die von Simplicissimus komplett hops genommen wurden, das erfahrt ihr in dem Video, also klickt da gerne rein.